Hi Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Uni-Vlog von mir. Wir haben 7.59 Uhr am Dienstag, den 10. Mai und ich muss jetzt direkt los zur Uni. Ich treffe mich nämlich mit meiner Uni-Freundin, wir lernen ein bisschen für die mündliche und danach habe ich mein Kolloquium. Und ich bin ein bisschen spät dran, ich wollte mich nur ganz kurz bei euch melden und euch viel Spaß bei diesem Vlog wünschen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt und ich fahre erstmal in die Uni. Hello again, ich melde mich mal wieder. Ich habe heute ja wirklich wahnsinnig viel gevloggt, nicht? Wir haben auch jetzt tatsächlich schon 8:30 und der Tag ist mal wieder so krass schnell vorbeigegangen. Also ich war ja heute Morgen dann mit meiner Uni-Freundin, mit der ich auch Examen geschrieben habe, in der Bib und wir haben uns einfach so ein paar Sachen abgefragt und haben zwei Fälle zusammen gelöst, einen Sachenrechtsfall und ein Strafrechtsfall, wo es um Brandstiftung ging und ja, haben uns generell einfach noch mal so ein bisschen ausgetauscht. Da waren wir von 9 bis 11:30 ungefähr und dann hatte ich ja von 12 bis 14 Uhr mein Kolloquium zu Regulierung von Körper und Sexualität. Dazu habe ich auch gleich noch ein Update. Bei dem Kolloquium hatte ich euch ja in meinem ersten Uni-Vlog, glaube ich, erzählt, also von diesem Semester, wo das losging, dass das so übertrieben voll war und die Professorin hatte sich dann dazu entschieden, auszusortieren über Motivationsschreiben. Also jeder und jede, die das Kolloquium besuchen wollten, die mussten dann, also wir mussten alle ein Motivationsschreiben schreiben und dann noch unsere Prüfungsergebnisse quasi der letzten Studium begleiten. Ja, nee, wie heißt das denn nochmal? Also alle Prüfungen, die wir im Studium bisher geschrieben hatten, dessen Noten sollten wir mitschicken. Hat es jetzt Sinn ergeben? Ich weiß es nicht. Wie ihr merkt, ich bin auch schon wieder völlig am Ende. Aber ja, das haben wir dann halt, also das habe ich auch gemacht. Und da anhand dessen wurde dann halt aussortiert, wer dieses Kolloquium besuchen kann und wer nicht. Und eigentlich sollte die Teilnehmerzahl dann auf 40 reduziert werden. Das hat die Professorin aber nicht ganz geschafft. Und jetzt sind wir, glaube ich, 52, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob auch wirklich immer alle da sind oder ob sich nicht vielleicht doch jetzt nochmal welche dazu entschieden haben, das Kolloquium nicht mehr zu besuchen. Auf jeden Fall ist es deutlich weniger und auch angenehmer. Und ich bin wirklich sehr froh, dass ich da einen Platz bekommen habe und auch meine Freundin, mit der ich den Schwerpunkt mache, dass sie da auch weiterhin drin ist. Und ja, es sind auf jeden Fall sehr interessante Themen, die wir besprechen. Wir haben jetzt heute, ich glaube, abgeschlossen haben wir es nicht komplett, aber so zum größten Teil, wo es dann um Intergeschlechtlichkeit ging. Davor haben wir sehr viel so Transsexualität gemacht und heute hauptsächlich Intergeschlechtlichkeit. Und damit verbunden haben wir halt Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen gelesen und so analysiert und halt geguckt, wie das halt ist wegen dem Personenstandsgesetz, dass man bei der Geburt ja ein Geschlecht eingetragen bekommt und wie das halt damals war, wenn das wirklich der Fall war, dass sich ein Mensch quasi, also dass ein Mensch keinem Geschlecht zugeordnet werden konnte oder wie das halt ist, wenn man jetzt sich keinem Geschlecht zugehörig fühlt, welches Geschlecht dann eingetragen wird oder nicht eingetragen wird. Und früher war das halt so, dass man dann einfach nichts eingetragen bekommen hat und quasi ein Nullum war, geschlechtlich gesehen, kann man das so sagen. Und da haben wir uns das heute so angeguckt, wie das halt quasi so rechtsgeschichtlich verlaufen ist, wie sich das etabliert hat und wie das dann heutzutage ist und haben, wie gesagt, dann auch dieses Personenstandsgesetz gelesen oder da zumindest mal reingeschaut. Und das war sehr interessant. Und nächste Woche, da sollen wir auch dann noch zwei Urteile lesen, geht es dann um Inzest und Homosexualität. Und da hatte die Professorin irgendwie gesagt, dass, ich glaube, eines der beiden Entscheidungen ist so
mit eines der schlechtesten Entscheidungen, die sie je vom Bundesverfassungsgericht gelesen hat oder so. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, um was es dann da genau ging. Genau, und das sollen wir uns anschauen. Und ja, aber bisher gefällt mir es auf jeden Fall ganz gut. Morgen fahre ich auf jeden Fall auch wieder in die Uni. Genau, 7.56 Uhr kommt meine Bahn. Das heißt, ich muss eigentlich spätestens um 6:30 aufstehen. Timo hat ja aktuell Frühdienst. Der steht immer um 5:20 auf. Vielleicht stehe ich auch mit ihm auf. Ich guck mal, weiß ich noch nicht. Weil ich bin echt müde. Ich könnte mir vorstellen, dass ich heute auch früh schlafen gehe. Oder wir beide dann früh schlafen. Jener ist übrigens gerade noch im Fußballtraining. Ach ja, es ist irgendwie gerade alles so ein bisschen viel und stressig. Ich bin echt momentan so ein bisschen ein nervliches Wrack, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist irgendwie, es ist halt auch, ich weiß nicht, gefühlt so alles auf einmal und es sind halt auch tausend Sachen, die einem erst danach einfallen. Und das ist, ich weiß auch nicht. Ich muss die ganze Zeit an dieses dumme Examen denken und daran, dass vielleicht nächste Woche diese dummen Briefe kommen, wo drauf steht, dass man durchgefallen ist. Oder halt nicht durchgefallen ist. Oder dass diese Liste online kommt. Und ach, ich weiß nicht, ich fühle mich gerade im Moment an so einem richtig doofen Punkt in meinem Leben. Das hört sich viel dramatischer an, als es ist, weil ich meine, an sich, also wisst ihr, wie ich meine, es geht mir gut. Ich bin auch glücklich so. Ich freue mich, dass ich endlich mit Timo zusammengezogen bin und es läuft auch alles wirklich gut. Aber es sind einfach so viele Sachen parallel in meinem Kopf und so viele Gedanken und es ist halt irgendwie, ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass ich gerade nicht vorankomme, obwohl ich jetzt einen großen Lebensabschnitt erreicht habe, also einen neuen Lebensabschnitt habe, eben dass wir zusammengezogen sind. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass ich halt nicht ganz vorankomme, weil ich halt mit meinem Studium immer noch nicht weiß, wo ich gerade stehe. So, wisst ihr, was ich meine? Und das nervt mich irgendwie gerade. Ich räume jetzt mal auf, bevor das hier alles noch länger dauert. Und dann kommt Timo auch schon bald wieder. Und dann melde ich mich bei euch morgen wieder mit besserem Licht, wenn ich nicht aussehe wie ein Geist. Und ja, also bis morgen werden wir dann wieder in die Bib fahren. Und morgen wird hoffentlich ein bisschen ein Vlog-intensiverer Tag. Hallo Freunde, ich melde mich mal wieder bei euch. Ich habe die Woche mal wieder super gevloggt. Ich bin wirklich ein richtig toller Vlogger. Props an mich an dieser Stelle. Wir haben jetzt Freitag, der 13. Mai um 12.25 Uhr und ich muss mich jetzt fertig machen für die Arbeit. Und ihr super schlauen Menschen wisst natürlich jetzt, dass ich mich seit Mittwoch nicht mehr gemeldet habe. Und ich muss hier nebenbei mein Schminkzeug zusammenkramen, weil ich mich halt für die Arbeit ein bisschen fertig machen muss. Und ja, wollte euch an dieser Stelle mal wieder ein Live-Update geben. Irgendwie ist meine Kamera hier so ein bisschen schief auf dem Stativ, aber egal, damit könnt ihr hoffentlich leben. Ja, ich war ja am Mittwoch dann in der Uni und mein Plan war ja eigentlich, morgens in der Bib zu sein mit meiner Uni-Freundin und ein bisschen fürs Examen zu lernen, Life in Law durchzuarbeiten und danach von 14 bis 16 Uhr in mein Kolloquium zum Arbeitsrecht zu gehen, in Präsenz, was ja als Hybridveranstaltung angeboten wird, aber ich wollte ja dann in Präsenz hingehen und eigentlich hat auch alles ganz gut gestartet. Ich bin morgens gut aus dem Bett gekommen. Ich war am Dienstagabend auch echt total müde und wir sind, also Timo und ich sind auch relativ früh schlafen gegangen und eigentlich hat am Morgen auch alles geklappt. In der Bib lief es anfangs eigentlich auch ganz gut, aber ich habe dann irgendwann, ich glaube so gegen, ich weiß gar nicht, 9:30 oder so, richtig krasse Unterleibsschmerzen bekommen. Also
War wirklich gar nicht lustig und es wurde auch irgendwie einfach nicht besser. Keine Ahnung, was da los war, aber ich habe echt richtig krasse Bauchschmerzen gehabt und ich habe dann immer mal wieder so probiert, ob es nicht vielleicht besser wird. Hab mal was gegessen, was getrunken, bin mal ein bisschen rumgelaufen, irgendwie mit der Hoffnung, dass das ja helfen könnte, aber leider hat es nicht geholfen und dann habe ich mich entschieden, nach Hause zu fahren und die Veranstaltung, also das Kolloquium, dann zu Hause quasi ja als Online-Veranstaltung dann anzuschauen, einfach weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und tatsächlich war das dann auch der ja ausschlaggebende Punkt für mich, dass ich nicht mehr mitgevloggt habe, weil es mir wirklich einfach nicht gut ging. Ich habe das Kolloquium dann im Bett angeschaut, also vom Bett aus am Laptop geschaut und ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwas so richtig mitbekommen habe. Ich bin auch hin und wieder mal in so eine. Ich bin nicht richtig eingeschlafen, aber ich habe so gedöst und ja, ich glaube, wirklich viel habe ich da nicht mitbekommen und es ging mir einfach wirklich richtig dreckig. Ich hatte gar keinen Bock mehr und ja, das war eigentlich dann so der ganze Mittwoch. Deswegen habe ich dann, wie gesagt, nicht mehr mitgevloggt und dann tatsächlich habe ich am Mittwochabend dann noch eine Nachricht auf Instagram bekommen und kurze Zeit später hatte mir dann auch noch eine Freundin geschrieben, dass das JPA jetzt die Termine für die mündlichen Prüfungen rausgehauen hat und dass diese am 31.05. anfangen, also tatsächlich noch diesen Monat. Und ja, das Ganze hat in mir wieder die Panik hochkommen lassen. Ich war wirklich an dem Abend dann auch noch ziemlich gestresst und war richtig so unruhig und ja, hatte so eine richtige innere Unruhe, das Gefühl, wieder so Herzrasen zu bekommen und so. Also es war wirklich nicht schön. Und ich finde es halt einfach so weird, jetzt zu wissen, okay, vom 31.05. bis ich glaube zum 15.06. sind die Termine für die mündliche Prüfung. Wir haben noch keine Ergebnisse. Und man merkt halt so jetzt, es wird langsam wieder ernst. Und ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber irgendwie. Ich kann mich nicht dazu motivieren zu lernen für die mündliche Prüfung oder generell auch jetzt so richtig zu lernen, obwohl ich nicht weiß, ob ich überhaupt diese mündliche Prüfung haben werde. Also ich mache mir so viele Gedanken und dann denke ich im nächsten Moment so, hey, vielleicht ist es total unnötig, weil du gar keine mündliche Prüfung haben wirst. Und das ist einfach so, ich weiß nicht, ich mag dieses Gefühl überhaupt nicht. Man ist halt irgendwie in so einem Stadium, in so einem Punkt, wo man einfach gerade nichts machen kann. Also man hat irgendwie über keines so richtig die Kontrolle. Es hängt halt einfach von anderen Menschen und anderer Organisation ab. Ich kann jetzt selbst nichts dazu beitragen, dass diese Noten kommen. Und das, ich weiß nicht, ich kann es nicht richtig erklären, aber irgendwie stresst mich das total, weil ich einfach so dieses Gefühl habe, ich hänge in so einer Dauerwarteschleife und komme einfach nicht voran. Und ich hasse dieses Gefühl. Ich mag das wirklich überhaupt nicht. Ich finde das irgendwie total stressig und ich weiß nicht, das lässt mich richtig unruhig werden. Und gestern ging es mir dann auch echt richtig kacke einfach nur. Also morgens aufgewacht und ich dachte mir nur so, boah. Der erste Gedanke war wirklich einfach nur ans Examen und habe ich eine mündliche Prüfung, werde ich keine haben, werden nächste Woche die Briefe kommen oder nicht. Ich weiß nicht so, ich kann, es gibt gerade so viele mögliche Szenarien, die irgendwie eintreten könnten oder halt auch nicht. Es kann auch sein, dass irgendwie die Durchfallerliste jetzt doch noch vorher online kommt, bevor die Leute, also bevor wir unsere Briefe erhalten und so weiter. Aber das sind alles so Spekulationen. Man kann halt sich an nichts irgendwie festhalten, man kann nichts irgendwie als sicher ansehen und das lässt mich so unruhig wirken. Ich weiß nicht, ich komme damit irgendwie nicht zurecht und ich war dann gestern echt froh, weil mein Bruder hatte gestern Geburtstag und dann wusste ich schon, okay, mein Tag wird trotzdem schön, weil ich dann bei meiner Family bin und ich bin auch recht früh hingefahren. Also ich habe so noch bis um, ich glaube bis um 11:30 ungefähr hier in der Wohnung so ein paar Sachen gemacht, finally auch mal meinen Schreibtisch jetzt wirklich richtig fertig bekommen. Und ja, war dann halt gestern bis, ich glaube, 22 Uhr bei meiner Fam und es war richtig, richtig gut. Also ja, hat mir total gut getan und hat mich wieder ein bisschen runterkommen lassen. Und morgen werde ich wahrscheinlich mich mit Becky treffen. Richtig cool, dass wir uns dann schon wieder sehen können. Es hängt jetzt noch ein bisschen davon ab, wie es ihr geht, weil sie hat gerade selbst eine ziemlich fette
ja, Erkältung bzw. Nasennebenhöhlenentzündung, hatte sie, glaube ich, gesagt, weil wir wollen ein Outfit raussuchen für die mündliche Prüfung, die ja vielleicht ist oder nicht, das ist auch so ein Faktor, dass ich mir denke, ich will mich damit eigentlich gar nicht beschäftigen, weil vielleicht habe ich keine mündliche Prüfung und brauche das Outfit halt jetzt nicht direkt, aber naja, gut, das ist irgendwie gerade so dieser Teufelskreis, in dem ich mich bewege. Und soweit nochmal ein weiteres Live-Update von mir. Als wäre ich so eine Nachrichtensprecherin oder so. Good morning, Friends. Wir befinden uns, wie ihr vielleicht sehen könnt, in der Küche. Ich bin gerade am Frühstücken. Ich habe mir hier so ein bisschen Müsli gemacht, also einfach meinen geliebten Alpro-Heidelberg-Joghurt. Dann sind da drin Hafer- und Sojaflocken, so ein paar Schoko-Cornflakes und Leinsamen. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich mich mit der Becky treffen möchte und die Becky hat gesagt, dass es ihr jetzt soweit gut genug geht, dass sie nach Frankfurt kommen will. Und ja, dann werden wir das jetzt versuchen, vormittags so schnell wie möglich zu erledigen. Wir treffen uns um 9:30 in Frankfurt und dann machen ja die Geschäfte eigentlich fast alle so um 10 auf, dass wir das dann alles schön zack zack erledigen können. Und dann gehen wir noch was zusammen Mittagessen und dann, ja, soll es das quasi auch gewesen sein. Damit es auch nicht zu anstrengend wird, ist es momentan ja auch recht warm. Zum Glück ist es heute so ein bisschen bewölkt und es soll auch nur so 25 Grad werden. Deswegen habe ich Hoffnung, dass das alles gut geht. Und ja, bin richtig froh, dass ich eine Gesichtscreme habe, die schon Lichtschutzfaktor drin hat. Und zwar Lichtschutzfaktor 30. Kann euch die auch gleich mal zeigen, weil ich sowieso später noch mit euch über meine Gesichtspflegeprodukte sprechen wollte. Und ja, da bin ich richtig happy, dass die schon Lichtschutzfaktor von 30 hat, weil bei den Temperaturen und bei der Sonne muss man sich auf jeden Fall schützen, meine Freunde. Also immer schön Sonnenschutz tragen, ganz, ganz wichtig, auch wegen Hautkrebs, ne? Und ja, ich finde es richtig gut, Lichtschutzfaktor 30 in der Tagescreme, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und jetzt muss ich hier mal aufessen, damit ich nicht zu viel Zeit verliere. Und dann muss ich auch schon los zum Bahnhof und dann, ja, werde ich euch irgendwie versuchen, ein bisschen mitzunehmen. Mal gucken, wie gut es klappt. Ich bin ja nicht so selbstsicher mit Vloggen in der Öffentlichkeit, aber gut, hier und da ein paar Ausschnitte wird es bestimmt geben. So, Friends, wir haben es wieder nach Hause geschafft. Wir hatten einen erfolgreichen Tag, das darf man wirklich so sagen. Ich habe ja versucht, ein bisschen mitzubloggen, aber ich habe auch nicht so daran gedacht, bin ich ganz ehrlich. Aber trotzdem waren wir wirklich erfolgreich. Wir haben quasi jetzt ein fertiges Outfit für die mündliche Prüfung. Wir haben zwei, sag ich mal, Oberteile als oder zur Auswahl mitgenommen. Eins, was eher so T-Shirt-artig ist, also zumindest kurzärmlich ist. Und das andere ist eine richtige Bluse, also langärmlich, je nachdem, wie warm es sein sollte, falls ich überhaupt zur mündlichen Prüfung komme. Ich sage das jetzt immer mal so mit dazu. Aber ja, das haben wir, also für die zwei Varianten haben wir uns entschieden. Dann mit Blazer und einer Anzugshose und dann haben wir noch so, ja, ich würde sagen, sehr klassische Anzugsschuhe auch geholt. Wir haben leider bei den Schuhen nicht genau das gefunden, was Becky sich vorgestellt hat. Ich muss da auch mal wirklich sagen, Props an Becky, wie sie da einen Plan hat, wie strukturiert die an die ganze Sache rangegangen ist und ja, wie geduldig auch sie da mit mir war. Kann man wirklich einfach nur sagen, Props an Becky, sie ist wirklich eine richtig tolle Freundin und ich bin sehr dankbar, dass sie mir da so geholfen hat oder ja eigentlich fast den ganzen Part übernommen hat. Und ja, wie gesagt, wir waren auf jeden Fall erfolgreich. Ich werde euch gerne mal ein Foto einblenden von dem Outfit, das wir jetzt zusammengestellt haben. Vorerst mal mit der langarmigen Bluse, sag ich mal. Das war auf jeden Fall, wie gesagt, also ein erfolgreicher Tag. Eigentlich ist das, ja, kann man ja doch mehr oder weniger einen Haken jetzt an das Thema Outfit für die mündliche machen. Das ist schon mal sehr gut, denn egal, ob ich sie habe oder nicht, ist es schon mal gut, dass das aus meinem Kopf raus ist. Weil Timo jetzt eben noch mit seinem Kumpel Fußball schaut, habe ich mir überlegt, mache ich jetzt schon mal meinen Spa
Teil des Abends quasi. Und dann später machen wir ja einen Filmeabend. Und da wollte ich euch nochmal meine aktuellen Hautpflegeprodukte zeigen. Ich hatte euch ja heute Morgen schon erzählt, dass ich da zum Beispiel mit der Gesichtscreme wirklich super zufrieden bin. Und die hatte ich euch ja nochmal gezeigt. Ich habe sie jetzt hier auch nochmal dabei. Das ist die von Skincerely Yours. Und das ist die Essentials Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 30. Und ich finde die wirklich richtig gut. Also dafür, dass das halt eine Tagescreme ist, hat die meiner Meinung nach wirklich eine sehr gute Kombi zwischen Sonnencreme und Tagescreme, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Tagescremes, die auch einen Lichtschutzfaktor integriert haben, dann eine ganz merkwürdige Konsistenz haben. Und das ist bei der auf jeden Fall nicht der Fall. Deswegen bin ich ja wirklich richtig, richtig, richtig happy. Weil abgesehen davon finde ich wirklich von allen Produkten die Verpackung, die Aufmachung so schön. Ich bin ja wirklich so ein Verpackungsopfer. Aber das sind auf jeden Fall ja, Punkte, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich wollte euch jetzt einmal zeigen, was ich generell benutze und was ich ja euch quasi empfehlen kann und was ich mir auch gleich gönnen werde. Ich freue mich nämlich gerade richtig auf diesen Spa-Teil des Tages, weil ich bin doch schon etwas erschöpft und die Sonne tut mir, ja, ich würde sagen, nicht gut, aber es ist schon anstrengend mit einer Sonnenallergie und wir waren schon auch viel in der Sonne und ich bin jetzt einfach platt und deswegen ja, freue ich mich, dass ich mir jetzt so einen richtig schönen Me-Time-Bonus gönnen kann. Tatsächlich war ich anfangs etwas skeptisch, als ich die Kooperationsanfrage bekommen habe von Skincerely Yours, weil ich schon sehr viel getestet habe, was Hautpflege angeht, sowohl in meiner Teenie-Phase als auch dann später, als ich jetzt ein bisschen älter geworden bin. Und ich hatte eigentlich nie so krasse Hautprobleme, weil ich sehr lange die Pille genommen habe. Und ich habe die aber 2020 abgesetzt und danach laut meinem Hautarzt hormonelle Akne bekommen. Also ja, meine Haut sah teilweise wirklich für mich sehr schlimm aus, weil ich es einfach nicht gewohnt war, so eine unreine Haut zu haben. Und besonders in der Stirn- und Kinn-Area, aber auch auf der Nase war es richtig schlimm. Also auf der Nase waren vor allen Dingen diese Blackheads, also diese Mitesser, diese schwarzen Punkte, richtig, richtig schlimm und auch am Kinn. Und ich war dann auch wirklich beim Hautarzt und wie gesagt, er hat gesagt, dass das eine hormonelle Akne ist und hat mir auch Sachen verschrieben. Und ja, auch da habe ich vieles ausprobiert und leider hat nichts geholfen. Manche Sachen haben es tatsächlich auch verschlimmert, weil ich es dann auch einfach nicht vertragen habe. Ja, aktuell ist es wieder so ein bisschen, hat sich meine Routine wieder so ein bisschen verändert. Ich habe es auch ein bisschen schleifen lassen durch den Umzug und den Stress. Und ja, ich hatte die Produkte ein paar Tage dann in irgendeinem Karton und ich wusste nicht mehr wo. Und ja, durch den Stress habe ich jetzt gerade trotzdem auch ein paar Pickelchen und das ist ja auch völlig normal und in Ordnung. Ich möchte es nur dazu sagen, dass ihr nicht denkt, dass ich die Produkte bewerbe, obwohl ich nicht mit denen zufrieden bin und kein Ergebnis sehe, sondern ich sehe ein Ergebnis. Und auch wenn man halt sieht, dass meine Haut immer noch Unreinheiten aufweist, sind sie wirklich schon minimiert worden. Und aktuell liegen gerade hier so am Kinn meine Probleme auch sehr mit dem Stress zusammen. Ich habe nicht nur mit Pickelchen zu kämpfen, sondern auch meine Mundwinkel sind immer wieder eingerissen. Deswegen habe ich auch auf dem einen Foto, was ihr seht, als Vorher-Nachher-Foto so glänzende Lippen drumherum, weil ich da so Creme drauf gemacht habe. Meine Nägel sind momentan total am Einreißen und ja, ich merke einfach generell so, dass ich ja innerlich gestresst bin und dieser Stress trägt sich dann körperlich nach außen, wenn man das so sagen kann. Deswegen wollte ich das einfach nur noch mal betonen. Aber ich merke wirklich einen krassen Unterschied. Vor allen Dingen aber auch, wenn meine Haut nicht mehr trocken ist, nicht mehr so spannt und einfach ja ebener wirkt. Gerade hier so die Partie um die Nase war bei mir immer sehr trocken und da hatte ich wirklich wie so Hautschüppchen oder ja, ich glaube, man kann Hautschüppchen sagen. Also so richtig trockene Haut, die man so richtig abkratzen konnte eigentlich. Und das hat natürlich dann auch gejuckt. Deswegen bin ich sehr froh, dass das vorbei ist. Und jetzt zeige ich euch einmal die Produkte, die ich hier verwende. Und was wirklich super ist, bei Skincerely Yours bekommt ihr habt ihr so einen Kundensupport und da werdet ihr beraten. Das heißt, ihr könnt erzählen, wie eure Haut ist, wie euer Zustand der Haut ist. Ihr könnt Fotos schicken und dann wird euch individuell auch eine Routine vorgeschlagen. Deswegen, wie gesagt, das ist jetzt meine Routine. Das habe ich vorher auch mit dem Team dort abgeklärt.
halt erzählt, dass ich eben so mit vor allen Dingen Mitessern zu kämpfen habe, trockene Haut, und dass der Hautarzt auch gesagt hat, dass ich eine hormonelle Akne habe. Und dementsprechend ist die Routine halt auf meine Haut quasi abgestimmt. Aber das könnt ihr auch bei Skin Solutions machen und das ist auch kostenlos. Also da müsst ihr nicht irgendwie Panik schieben, dass das dann nochmal extra Geld kostet. Jetzt aber zu dem Complete-Set, das ich habe. Und zwar beinhaltet das einmal diese milde Reinigung hier. Also das ist quasi so ein Reinigungsgel, kann man eigentlich sagen. Was bei den Produkten richtig toll ist, die sind alle geruchsneutral. Das finde ich bei Gesichtsprodukten so toll. Also bei der Tagescreme riecht man natürlich schon so, dass es nach Sonnencreme riecht, weil die ja auch da drin ist. Aber ansonsten sind die geruchsneutral und das finde ich so super, wirklich richtig toll. Und die benutze ich tatsächlich nur abends. Morgens wasche ich mein Gesicht nur mit warmem Wasser und die benutze ich immer abends. Ich liebe es, dass es einen Pumpspender hat, weil ich habe die eigentlich immer in der Dusche stehen, weil ich meistens abends dusche und mich damit auch abschminke und das funktioniert super. Dann habe ich ganz klassisch zu meiner Tagescreme auch eine Nachtpflege. Das ist die reparierende Nachtpflege. Die sieht so aus und wie gesagt, ich bin ja totales Verpackungsopfer. Ich finde die so schön verpackt, ich liebe das. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich dieses Fruchtsäure-Peeling einmal in der Woche benutze. Einfach, weil ich, wie gesagt, eine sehr empfindliche Haut habe und deswegen haben wir uns daran getastet, dass ich nach 2 Wochen nur Reinigung und Cremebenutzung auch das Fruchtsäure-Peeling hinzugezogen habe. Und dadurch, Freunde, ist meine Mitesseranzahl so krass runtergegangen und vor allen Dingen auch so die Haut hier rund um die Nase, es ist nicht mehr trocken, also wirklich richtig, richtig gut. Ich liebe dieses Teil. Und dann haben wir hier das glättende Serum. Das ist dann hier quasi rosa. Und das ist dann nochmal eben zur Unterstützung, dass die Haut gut in Feuchtigkeit Boost bekommt, dass es einfach schöner Ton ist, dass es alles schön geglättet ist und ja, halt einfach natürlich schön aussieht quasi. Also nicht irgendwie jetzt fettig oder klebrig glänzend oder so, von daher richtig gut. Und bei den Produkten habt ihr hinten auch immer so eine Anleitung, wie man die benutzen soll. Da steht dann alles drauf. Aber wie gesagt, ihr könnt euch da auch individuell beraten lassen. Und Freunde, natürlich das Beste zum Schluss. Was wäre das Ganze, wenn ich euch hier die Produkte vorstelle und nicht noch einen Rabattcode für euch hätte? Deswegen blende ich euch hier mal meinen Affiliate-Code ein. Damit könnt ihr 15% auf euren Einkauf sparen. Ansonsten könnt ihr auch einfach über den Link in der Infobox auf die Seite kommen. Da werden dann die 15% am Ende einfach automatisch abgezogen. Den findet ihr, wie gesagt, nochmal alles in der Infobox, alles dazu. Und was ich auch richtig, richtig toll finde, es gibt eine 100% Zufriedenheitsgarantie von Skin Solutions. Das heißt, wenn ihr die Produkte bekommt, wenn ihr euch entscheidet, die zu kaufen, dann könnt ihr die Produkte für einen gewissen Zeitraum testen. Da steht auch alles auf der Website. Das ist wirklich sehr transparent, alles total einfach geschrieben, sowohl Anwendungen als auch Inhaltsstoffe, als auch der Support. Das ist wirklich richtig einfach dort. Und dann könnt ihr eben Kontakt mit dem Support aufnehmen, wenn euch die Produkte nicht gefallen, wenn ihr nicht damit zurechtkommt, wenn ihr keine Ergebnisse seht und so weiter. Und dann bekommt ihr auch euer Geld wieder zurückerstattet. Also bei der Marke geht es wirklich darum, dass ihr dann auch zufrieden mit den Produkten seid. Ich bin, wie gesagt, sehr happy mit den Produkten und ich denke, dass meine Haut auch wieder deutlich besser werden wird, wenn ich jetzt back to meiner Routine gehe. Back to meiner Routine. Mein Hirn funktioniert so gar nicht mehr. Dieser Tag war echt, es war anstrengend. Aber ich denke, da wird auf jeden Fall noch eine gute Besserung möglich sein. Und wenn der ganze Stress dann auch ein bisschen ablässt, dann sowieso noch mehr. Aber ich bin, wie gesagt, sehr happy mit den Produkten. Ich mag die total gerne. Ich bin sehr überzeugt davon und werde euch da auch natürlich gerne auf dem Laufenden halten, wie sich das noch so entwickelt. Und gebe euch natürlich auch Updates dazu. Wir haben nämlich einige geschrieben, dass sie so die Themen auch ein bisschen interessieren, so Richtung Kosmetik oder Beauty. Naja, ist das? Gehört das dazu? Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Es ist ja auch Lifestyle. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle, meine Freunde, beende ich dann den Vlog. Ich gönne mir jetzt, wie gesagt, einen richtig schönen Me-Time-Abend und einen Filmabend. Und verabschiede mich dann somit und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen oder einen wunderschönen Tag, wann auch immer du dieses Video siehst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!